Ja, lass dich treffen. Hallo. Hallo. Ach, ist das herrlich. So. Nein. Nein. Egal. Nein, egal. Wenn er sich in den Boden eingräbt, ist es nicht so schlimm. Ja, wunderbar. Und wir kriegen ein Stückchen Energie. Das ist ebenfalls bei jedem Robotermeister so. Damit es nicht zu unfair wird. Und ja, wieso wähle ich den Megabuster aus? Ich weiß es nicht, denn wir werden gegen jeden Robotermeister seine echte Schwäche probieren. Brightman. Brightman hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Moment, Bright. Was könnte gegen Bright gut sein? Drill vielleicht. Nein. Ring? Nein. Dust? Oh! Nein. Was war das? Was? Skull? Nein. Hä? Bitte, was? Wo? Tot? Tot vielleicht. Ja, da haben wir doch die richtige Waffe. Nein, wir wollen nicht sterben, wir wollen... Wieso sag ich's überhaupt noch? Wir sollten nicht so viel... Nein, jetzt haben wir nur noch ganz wenig von Totmans Waffe. Aber egal, wir können Brightman auch so ausschalten. Mit dem Megabuster. Aber wir können ihn schon mal anschwächen. Das ist eine gute Idee. Ja, Nummer 1. Ja. Und das war es auch schon. Und gleich müssen wir springen. Denn jetzt kommt der hier. Und zack. Und Uhr. Ich habe eigentlich aufgeladen, aber naja. Und zack. Und zack. Und ja, so schwer ist der nicht. Den kriegen wir auch so. Ah nein, jetzt kann man die... Oh nee, komm. Nein. Oh ja, spring genau in uns rein. Nein! 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 Wie viele Leben? Das will ich jetzt noch sehen. Ein extra Leben. Was machen wir? Wir müssen es so probieren. Es ist extrem schwer, aber... Naja. Es ist nur schwer, wenn er diese dumme Attacke macht. Ja, oder wenn wir nicht ausweichen. Ja, genau. Weich noch weniger aus. Ja, und in die falsche Richtung schießen. Das hilft immer. Ja, genau. Ja, wie sollen wir hier aus... Ja, okay, hier können wir ausweichen. Nein. Nein. Ja, das könnte... Das könnte, wenn er jetzt nicht das macht. Ja, wir stehen in der Luft und er kann uns nur treffen. Es ist so klar. Ich will keinen Energietank verschwenden. Obwohl, wir haben 6. Aber jetzt haben wir auch nur noch... Ja, jetzt haben wir kein Extra-Leben mehr. Ich glaube, wir lassen uns einmal Game Over gehen und dann... Ja, so machen wir es. Ganz klar. Außer wir besiegen ihn jetzt beim ersten Mal, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Ja, also so erst recht nicht. Nein, nee. Es läuft nichts mehr. Nee. Ja, töte uns, genau. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so viele Probleme mit dem hatte. Hatten wir den beim ersten Mal ohne Energiecontainer geschlagen? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, wir machen den jetzt als erstes. Und wir kriegen noch einen Energietank. Ist gut, ja, schön. Und noch ein Leben. Och, das ist herrlich. Und das ist nicht herrlich. Gut. Und einmal noch kommen lassen und weggehen und genau. Jetzt brauchen wir nicht mal da unten die Energie. Und die Checkpoints sind auch noch gut gesetzt, also... Ist nicht schlimm, wenn wir hier Game Over gehen. Beziehungsweise sterben, ist auch nicht schlimm. Ja, und dann gehen wir mal wieder zu den 8 Robotermeistern und wir fangen diesmal mit Brightman an, weil ich ihn unglaublich hasse.
Oder? Ja. Also ganz ehrlich, der müsste total einfach sein, aber irgendwie bin ich zu blöd gewesen, um ihn zu besiegen und ja. So kann das dann manchmal seinen Lauf nehmen. Todmans Waffe und ab zu Brightman. Wir haben noch die Schwächen, also es dürfte nicht mehr so schwierig werden. Und jetzt auch noch mit voller Energie. Ja, ich dachte, er springt. Irgendwie gefällt mir das gerade nicht. Ja, genau. Mach's noch unfairer. Das ist doch... Komm, ey. Das ist doch so ein... Scheißdreck. Super, jetzt dürfen wir ihn nochmal besiegen. Wir machen einfach einen Energiecontainer. Das ist mir sowas von egal. Der regt mich jetzt... Mann. Ganz ehrlich, also... Wer sich diese eine Attacke ausgedacht hat, gehört gesteinigt. Und jetzt müssen wir springen, sonst versagen wir schon wieder. Ja. Ja, am besten noch schlechter anfangen. Ah ja, genau. Wieso springe ich überhaupt? Es ist senseless. Total senseless. Ah, Mann. Wir haben die Schwäche und wir schaffen es nicht, ihn zu besiegen, weil er dreimal uns flashen lässt. Das ist echt unglaublich. Und Mega Man ist auch noch zu blöd, um seinen Buster aufzuladen. Das, ja, und dann trifft er noch nicht mal. Nein. Ja, ja, genau. Hauptsache, es zieht nicht viel, wenn du uns triffst. Oh ja, nett. Sehr nett von dir. Also mehr als einen Energiecontainer will ich auch nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach nochmal Game Over. Das ist... Also, ohne die Flashwaffe kann man ihn ja fast gar nicht schlagen. Das ist wirklich... Wenn er... Die Attacken sind wirklich nicht schwer, da auszuweichen. Aber wenn er dreimal im Kampf einfach flasht und dann draufspringt auf uns, dann... Kann man es echt vergessen. Ganz ehrlich. Ja, da war... ja, genau. Immerhin verlieren wir unsere aufgeladenen Schüsse nicht, wenn wir getroffen werden. Das ist ja auch schon mal was. Oh, wir haben ihn besiegt. Das ist ja unglaublich. Und wir kriegen sogar noch... Oh, die Energie. Wie viel Leben haben wir jetzt? Null! Es war so klar! Machen wir jetzt einfach weiter? Ja, wir machen einfach weiter. Wenn wir sterben, dann sterben wir eben. Dann machen wir das Ganze nochmal. Wir probieren es einfach. Nein. So, also ab jetzt macht es mir wieder Spaß. Es tut mir leid, dass das eben so ein bisschen komisch gelaufen ist, aber... Es macht wieder Spaß, ja. Ganz klar. Oh Mann. Und was ein Heidenspaß das macht, das ist ja... Ah ja, es ist schön, ja, wunderbar. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Buddel dich noch dreimal ein, dann bin ich zufrieden. Ja. Noch zweimal bitte. Oh ja, oder mach so. Egal, wir sind Game Over, wir holen uns noch einen Energietank. Ich weiß, ihr sagt, der ist so schlecht, der kann das Spiel nicht. Es stimmt, ja. Ich bin auch ein bisschen penibel, wenn es ums Einsetzen von Energietanks geht, wenn wir schon die Schwäche von den Robotermeistern kennen. Aber wir fangen jetzt nochmal mit Brightman an und dann auch hoffentlich ein letztes Mal. Ich will ihn nämlich nicht noch einmal sehen. Das macht mir sonst die Laune noch mehr kaputt, ja. Wir schaffen ihn ohne Rainflash und mit Ach, ich verstehe es nicht. Es ist Mega Man, man muss es nicht verstehen. So. Ab nach oben. Und in den Transporter. Wir haben das Schwierigste vom Spiel schon fast abgehakt, wenn wir unsere 8 Energiecontainer jetzt haben. Ne, 7, aber... Oder? Haben wir 8? Haben wir schon 8? Ich weiß nicht. Es interessiert mich auch nicht. Wir haben 8. Es ist unglaublich. Ich horde sie einfach. Wir gehen mit 9 Energiecontainern aus dem Spiel, genau.
Nein, das will ich nicht unbedingt sagen. Aha. Ja, genau. Mach's wieder kaputt. Ja, es klappt doch mal. Oh, ich wollte schon sagen, ist das ein Bug, dass wir uns jetzt nicht mehr bewegen können, so lange bis es jemand trifft? Aber es war, glücklicherweise war das nicht der Fall. Wir gehen jetzt mal nicht zu Drillman, weil der war recht schwer. Wenn wir jetzt hier einen einfacheren hätten, wäre das sehr gut. Skullman. Da haben wir noch gar nicht die Schwäche gehabt, glaube ich. Wir können es mit Ring probieren. Und mit Drill könnten wir es auch mal probieren. Nein, mit Ring ist es definitiv nicht. Und Drill ist auch nicht. Dann hatten wir die Schwäche schon. Pharao war Ring. Dust. Nein. Oh ja, Dust war's. Wir lassen uns am besten einmal umbringen. Hallo. Hallo, hallo. Ja, Dust mit Waffe können wir dann direkt. Ja, also Skullman ist glaube ich auch nicht so einfach. Wir können jetzt, gehen wir erst nochmal zu Skullman und nutzen die Dust-Waffe. Wir hatten die Schwäche hundertprozentig schon einmal rausgefunden. Aber ich war zu beschränkt, um es mir zu merken. Aber das geht doch jetzt. Das ist. Nein. Ja. Okay. Ja, okay. So, jetzt haben wir wieder nicht volle Energie. Wir suchen uns jetzt am besten mal. Okay, ich wollte eigentlich einen anderen Transporter. Todman. Was war gegen Todman nochmal? Gegen Todman war. Drill, ich glaube. Ich glaube. Ja. Drill, ich glaube. Sieht ganz danach aus, ja. Jo. Ich wollte die Energie. Hallo? Zwei Leben. Ich wollte eigentlich die Energie, aber naja. Hier war Skull. Aber das können wir so gut wie vergessen, weil, ja. Ja, wir werden verlieren. Und ja, ich bin eher bereit, ein Leben zu opfern als einen Energietank. Was man vielleicht hieran gemerkt hat, aber ich denke man. Ja, irgendwie erscheinen ihm jetzt alle gerade ein bisschen leicht. Naja, gehen wir erst nochmal zu. Ja, zu Drillman. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die Waffen alle richtig eingesetzt. Und Ringman wird hoffentlich diesmal extrem leicht. Ja, buddel dich ein, bevor man überhaupt irgendwas machen kann. Wieso kommt er genau da raus, wo ich bin? Nein. Irgendwie ist es gerade blöd. Wenn wir einmal getroffen werden, sind wir dann tot? Ich will's, glaube ich, eher nicht wissen. Nein, sind wir nicht. Wir setzen jetzt den Energietank ein, sonst sind wir tot. Einmal muss. Und danach dann hoffentlich auch. Ja. Gut, wir kriegen eh Energie, von daher. Nicht so schlimm. Und jetzt nochmal ab zu Diveman. Und zwar mit unserem schönen Skullschild. Fragt mich nicht, warum diese Schwäche hier zutrifft. Das ergibt in gewisser Hinsicht keinen Sinn oder so. Okay, ah ja, stimmt, der hat ein Torpedo abgefeuert. Ja, das ist wirklich nicht schwer, also. Gut, wir haben jetzt vielleicht ein bisschen Energie dafür verloren. Zwei Balken, aber.